Herzlich willkommen zu unserer 7-Jahres-Feier. Herzlich willkommen an alle, die im Livestream jetzt zugeschaltet sind und an alle Menschen hier im Raum. Ich habe hier eine lange Liste aufgeschrieben, von woher alle Menschen kommen. Von fast allen wichtigen Gesundheitsverbänden, Kammern, Fachgesellschaften, Universitäten, befreundete NGOs, Stiftungen, Förderer, eine ganz bunte Palette, ganz viele klug aktive und klug Mitgliedsorganisationen, sehr viele Health for Future Aktive sind zugeschaltet oder hier im Raum. Es sind Menschen vom RKI da, vom UBA sind Menschen da, aus Ministerien, aus der Politik, vom Planetary Health, Eastern African Hub ist jemand da. Es sind sehr viele Menschen hier. Und es freut uns sehr, mit euch zusammen das, was wir gemeinsam in den letzten 7 Jahren geschaffen haben, zu feiern. Hier seht ihr das Bild. Das war eine kleine Gruppe, die hat genau am 13. Oktober 2017 gegründet. Und warum haben wir gegründet? Weil wir die Berichte gelesen hatten darüber, dass die Klimakrise die größte Gesundheitsbedrohung unserer Zeit ist. Und wir haben wahrgenommen, dass der deutsche Gesundheitssektor zu diesem Zeitpunkt sich nicht um dieses Thema wirklich gekümmert hat. Es gab einzelne Nischenakteure, aber es war kein Thema auf den großen Konferenzen oder Tagungen und so weiter. Und das wollten wir ändern. Wir haben gesagt, das muss sich ändern und wir werden das ändern, diese wenigen Menschen. Und wir haben gesagt, 3 Ziele. Einmal, es ist wichtig, dass die Menschen im Gesundheitssektor arbeiten, dass sie die Themen verstehen und dass es zu einer Handlungspriorität wird. Als zweites, dass wir konsequent umsetzen in unserem Handlungs- und Verantwortungsbereich. Und als drittes, dass wir eine große Rolle spielen bei der gesamtgesellschaftlichen Transformation in Deutschland, aber auch weltweit. Dass wir da, wo wir Möglichkeiten sehen, Anstöße geben, uns mit anderen zusammentun, um das hinzukriegen. Und ganz ehrlich, in den ersten 1, 2, 3 Jahren wussten wir nicht so genau, wie das gehen soll. Jetzt sind wir an dem Punkt, dass wir 7 Jahre zurückgehen können und dass wir gemeinsam einen Schritt zurücktreten und sehen, was haben wir gemeinsam geschaffen. Das war immer die Idee, das geht nur, wenn viele Akteure die Verantwortung, die wir ja eh schon haben, wahrnehmen und wenn wir an dem arbeiten, was vor uns steht und wenn wir uns zusammen in einer guten Kooperation in die Herausforderung unserer Zeit stellen. Heute Abend werden viele Stimmen sprechen, hauptsächlich Menschen, die gar nicht so sehr im Kern von Klug sind oder zum Klug-Team gehören, sondern eher von Partnerorganisationen oder Wissenschaftlern, die eng mit uns kooperieren, die eng zu uns gehören, aber eher von außen nach innen als von innen nach außen. Und es wird, das werden Sie dann sehen, auch später noch künstlerische Impulse geben. Eigentlich wollte der Johannes Vogel heute hier stehen und begrüßen. Er hat uns eingeladen, hier diese Feier hier zu machen. Er ist leider krank geworden. Seit 6 Jahren haben wir eine enge Kooperation mit ihm persönlich, aber auch immer wieder mit dem Museum. Unser erstes Büro war hier und ich weiß, dass er heute sehr gerne hier wäre, weil er eben auch mit uns daran arbeitet, dass das Thema Biodiversität noch eine stärkere Rolle spielt, als es bisher eh schon bei uns spielt. Und jetzt übergebe ich an Rika von Gierke, Mitglied aus unserem Team, die als Moderatorin jetzt durch die 2 intensiven Stunden durchführen wird. Und ich freue mich sehr auf das, was wir jetzt die nächsten 2 Stunden und danach gemeinsam erleben. Rika. Ja, vielen Dank, Martin, und auch von mir ein herzliches Willkommen. Schön, so viele hier sitzen zu sehen vor diesen Dinosauriern. Ich freue mich sehr, uns heute alle gemeinsam durch diesen Abend zu begleiten und ich kann schon verraten, wir haben uns einiges vorgenommen. Wir starten jetzt gleich mit einem Videobeitrag von Harald Lesch, der den großen Bogen spannen wird von der Entstehung des Universums über diese Dinosaurier, die ja heute ein Stück weit mit uns feiern, bis zu dem Abend und der Geschichte von Klug. Danach gibt es einen Teil, in dem wir zurückblicken auf die 7 Jahre, die jetzt hinter uns liegen, aber insbesondere auch auf das Handlungsfeld Klima und Gesundheit, Planetary Health, was sich da getan hat.
Danach werden wir den Blick nach vorne richten und schauen, welche Herausforderungen stehen gerade an, was braucht es jetzt in dieser Situation und wie hilft uns dabei das Verständnis von Machtperspektiven und von der Theorie von Social Tipping, die ja für Klug schon von Anbeginn zentral war. Und kurz vor Schluss nehmen wir dann noch so ein bisschen konkreter Klug selbst ins Visier, schauen, welchen Übergang vielleicht auch dieser Geburtstag markieren kann und was sich gerade bei Klug tut. Und da wir wissen, dass die Transformation nicht nur unseren Kopf, unsere Köpfe, sondern auch unsere Herzen, unsere Hände brauchen, um ins Handeln zu kommen, hat Martin eben auch schon gesagt, wird es zwischendurch immer wieder künstlerische Impulse geben, auf die ich mich besonders freue. Also ein volles Programm. Ich verliere keine weiteren Worte, sondern freue mich auf den gemeinsamen Abend und wir starten mit dem Beitrag von Harald Lesch. Wundern Sie sich nicht, dass ein Astrophysiker jetzt zu Ihnen spricht. Die Sache von Klug ist es wert, sie in die große kosmische Geschichte einzubinden. Denn vor 13,82 Milliarden Jahren ist es ja losgegangen. Das Universum breitet sich seitdem aus und seitdem bilden sich in diesem expandierenden Etwas Galaxien, es bilden sich Gaswolken und in den Gaswolken bilden sich Sterne. Warum ich das so erzähle? Naja, weil das da, was da vor Ihnen spricht und die Kamera, die das jetzt aufnimmt und das, was um Sie herum ist und was Sie selber darstellen, besteht zu 92% aus Sternenstaub. Ja, ja. Wir sind im wahrsten Sinne des Wortes Kinder des Kosmos. Also genauer genommen sind wir Kinder der Milchstraße, denn die Milchstraße ist unsere kosmische Heimat, eine riesige Sterneninsel von 100.000 Lichtjahren Ausdehnung mit über 300 Milliarden Sternen. Und diese Sterne erbrüten die Elemente, aus denen wir bestehen. Durch die Schwerkraft, die ein Stern auf sich selbst ausübt, wird in seinem Innern eine hohe Hitze erzeugt und dort verschmelzen Atomkerne miteinander. 92% Sternenstaub, das heißt, ja, wir bestehen fast nur aus Material, das von den Sternen herkommt. Nur die ersten beiden Elemente im Periodensystem konnten im frühen Kosmos in den ersten 3 Minuten gemacht werden. Alles andere, zum Beispiel Kohlenstoff, Stickstoff, Sauerstoff, Fluor für unsere Zähne, Jod, für die Schilddrüse, das Eisen im Blut, Kalzium für die Knochen, Phosphor und so weiter. Alles wurde in Sternen erbrütet. Man kann sich fragen, wie kommen die dann hierher, diese Elemente, wenn die doch in den Sternen erbrütet waren? Nun, es gibt Sterne, große Sterne, die am Ende ihres Lebens, wenn innen alles erbrütet ist, zusammenbrechen und dabei danach explodieren. Das sind Supernova. Wir wissen sogar für unseren eigenen Planeten, für unser eigenes Sonnensystem, dass wir das Ergebnis einer einzigen Supernova-Explosion sind nur wenige Millionen Jahre, bevor unser Sonnensystem entstanden ist. Und das passierte vor 4,6 Milliarden Jahren. Man sieht, es sind riesige Bereiche der Zeit vergangen. Da gab es nichts, was mit uns irgendwas zu tun hätte. Weder unser Stern war da, noch unsere Planeten. Ein unglaublicher materieller Kreislauf, der sich in der Milchstraße abspielte und immer wieder aufs Neue Elemente erzeugte. Gaswolken fielen unter ihrer eigenen Schwerkraftwirkung zusammen. Und wieder wurden neue Elemente erbrütet und immer weiter und weiter. Und so sind wir vor 4,6 Milliarden Jahren zumindest als Option mit entstanden. Denn nicht auf allen Planeten in unserem Sonnensystem ist ja offenbar Leben möglich. Wenn man das mal so Revue passieren lässt, weder Jupiter noch Saturn, die großen Gasplaneten, sind lebensfreundlich. Und Uranus und Neptun sind viel zu weit von der Sonne weg. Und der Merkur ist zu nah dran. Auch selbst die Venus, die nur ein bisschen näher an der Sonne steht als die Erde, ist viel zu heiß. Und der kleine Stoppelhopser, der Mars, nur der ist zu klein, der kann nichts halten. Also nur der blaue Planet ist derjenige, auf dem sich dann diese Transformation von toter Materie zu lebendiger Materie vollzogen hat. Einer dieser wichtigen Kardinalschritte in der Entwicklung des gesamten Universums, dass mindestens auf einem Planeten eine Form von Materie entstanden ist, die sich Fragen stellt, die sich fragt, wer bin ich? Und die, wo sich das Universum gewissermaßen nach sich selbst fragt. Und dieses Wesen hat eine Methode entwickelt, die es ihr möglich macht, mit der Natur zu kommunizieren. Durch Experimente und Theorien. Dadurch wissen wir tatsächlich, was die Welt im Innersten zusammenhält. Und zwar ohne, dass wir den Pakt mit dem Teufel unterschreiben müssen. Das Universum gibt uns die Möglichkeit, unsere Vorstellungen von der Art und Weise, wie Natur mit elektromagnetischer Strahlung wechselwirkt oder wie sie aufgebaut ist, tatsächlich zu überprüfen. Und auf diese Weise haben wir ein ganz sicheres Fundament gefunden, was wir über die Natur experimentell und empirisch aussagen können. Wir wissen, wie die Natur funktioniert. Und deshalb wissen wir auch, dass unsere Aussagen über die Geschichte der Natur eben tatsächlich stimmen.
Wir wissen, dass die Entwicklung des Lebens auf unserem Planeten gekennzeichnet war von einigen katastrophalen Massenaussterbenereignissen und das Resultat von einem davon, das steht ja um euch herum, vor 65 Millionen Jahren, die Dinosaurier hatten sich sicherlich was ganz anderes vorgestellt, als dann von einem Asteroiden getroffen zu werden. Aber das Ergebnis ist hinreichend bekannt. Danach begann ein neuer Schub der Evolution. Die Säugetiere übernahmen das Regime und am Ende dieser Säugetierzeit ist dann tatsächlich vor einigen hunderttausend Jahren der Mensch aus einer Familie von Primaten mit heraus entstanden. Das Ganze hat übrigens seine Ursache aus einem Zusammenstoß ganz, ganz am Anfang der Erdgeschichte, als ein Körper doppelt so schwer wie der Mars mit der Erde zusammenstieß und dabei der Erde nochmal zusätzlich Wärme verlieh. Und diese zusätzliche Wärme hat dazu geführt, dass wir heute noch tektonische Bewegungen auf der Oberfläche haben. Sie kennen das alle, die Plattentektonik. Indien rammte damals vor 35 Millionen Jahren systematisch den Himalaya auf und das tibetanische Hochland. Die Monsunströmungen in Afrika änderten sich, aus dem Regenwald wurde Savanne. Der Abstand zwischen den Bäumen wurde größer und die Bewohner der Bäume gingen auf die Erde und wurden zu Zweibeinern. Naja, und so sind wir seit 500.000 Jahren als Homo sapiens auf diesem Planeten tätig. Seit einigen, man könnte sagen, treiben wir unser Wesen und seit einigen hundert Jahren treiben wir unser Unwesen. Auf jeden Fall ist es so, dass wir zu den Spezies gehören im Universum, wer weiß, wie viele es davon gibt, die sich darüber Gedanken machen können, was sie tun, die sich Fragen stellen können, wie, was soll ich tun und welche Verantwortung habe ich eigentlich in dieser großartigen Natur? Denn eines ist ganz sicher, das, was uns die Astrophysik erzählt über die Entwicklung des Universums, die Entwicklung der Planeten, der Sterne und des Lebens in diesem Universum, es ist eine großartige Geschichte. Und darüber sollten wir uns sehr freuen und wir sollten es nicht kaputt machen. Ja, der Applaus gilt Harald Lesch in Abwesenheit. Vom Sternenstaub und den doch schwer zu begreifenden Zeithorizonten zu einem etwas einfacher zu überschaubaren Zeithorizont, nämlich den letzten 7 Jahren und da speziell dem Handlungsfeld, in dem wir uns beschäftigen, Klima und Gesundheit. Das wird der nächste Block sein und ich freue mich sehr, dass da einige Schlüsselakteure aus dem Feld heute sprechen, weil das ist, glaube ich, allen im Klugkosmos klar, dass es nicht funktioniert ohne die ganzen Partner, sondern dass das die Essenz auch der Arbeit ist, die wir gemeinsam machen. Und deswegen freue ich mich sehr, dass wir jetzt zunächst Christine Vogler hören, Präsidentin des Deutschen Pflegerats, und Klaus Reinhardt, Präsident der Bundesärztekammer, beide mit einem Videobeitrag. Dann unmittelbar im Anschluss Claudia Mantrisch, Vorständin im AWO-Bundesverband, die uns per Zoom zugeschaltet ist. Und dann freue ich mich, Gerald Gass, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Krankenhausgesellschaft, und Laura Jung, Mitglied vom Klug-Vorstand, zu begrüßen, die beide hier vor Ort sind und ebenfalls direkt im Anschluss sprechen werden. Aber jetzt erstmal Christine Vogler per Video. Ganz herzlichen Glückwunsch. Der Deutsche Pflegerat gratuliert Klug und all denen, die bei Klug sich so derartig engagieren, von ganzem, ganzem Herzen zu diesem tollen Jubiläum. Leider kann ich heute nicht persönlich dabei sein. Umso wichtiger ist es mir, über diesen kleinen, kurzen Weg wirklich mich zu bedanken für die Arbeit, die Klug in den letzten 7 Jahren geleistet hat. Als ich vor knapp 4 Jahren in die Präsidentschaft kam, hatten wir mit dem DPR, also mit dem Deutschen Pflegerat, tatsächlich mit der Nachhaltigkeit und dem Klima natürlich irgendwie am Rande zu tun, aber nicht in vollem Bewusstsein, nicht strukturiert und auch nicht so engagiert. Dank Klug, die es über die letzten 7 Jahre geschafft haben, ein unglaubliches Netzwerk zu knüpfen, Menschen anzusprechen, Verbände anzusprechen, Institutionen anzusprechen, diese miteinander zu verbinden, und ja, Klima und Nachhaltigkeit im Gesundheitswesen wirklich ganz nach vorne zu bringen, immer wieder zum Thema zu machen, das hat auch uns als Deutschen Pflegerat gut getan. Und wir freuen uns, dass wir ja jetzt seit einigen Jahren, kann man jetzt schon sagen, miteinander verbunden sind und immer mal wieder das eine und das andere miteinander zu tun haben, kleine Projekte machen, große Projekte machen. Ich freue mich auch jetzt, dass wir mit dem BBFK und dem Bildungscampus auch ein gemeinsames Bildungsprojekt auf den Weg gebracht haben. Also Engagement an vielen, vielen Stellen, in vielen, vielen Situationen und in alle Ebenen tatsächlich von Gesundheit und Gesundheitsversorgung. Ich gratuliere nochmal ganz, ganz herzlich und wünsche einen wunderbaren Abend. Ich freue mich auf die nächsten Jahre der Zusammenarbeit, wünsche Klug alles Gute,
dass die Netzwerke und die Kraft und die Power, die von Klug ausgegangen ist, bis heute weiter wächst. Und sag auch wirklich allen Beteiligten vielen, vielen Dank für diese wunderbare, engagierte Arbeit. Tollen Abend. Tschüss. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, da ich leider nicht persönlich, was ich sehr bedauere, bei Ihnen vor Ort sein kann, freue ich mich, dass ich mich im Namen der Bundesärztekammer zumindest in dieser Form an Sie wenden darf. Die Zusammenarbeit zwischen der Bundesärztekammer und Klug reicht bereits in das Jahr 2019 zurück. Im Mai 2019 hatte der Deutsche Ärztetag den Vorstand der Bundesärztekammer beauftragt, den Tagesordnungspunkt Klimawandel und Gesundheit als Schwerpunktthema für den nächsten Ärztetag vorzubereiten und damit die Relevanz der Auswirkungen des Klimawandels auf die Gesundheit des einzelnen Menschen und das Gesundheitssystem als Ganzes verdeutlicht. Im selben Jahr hatte Klug zusammen mit verschiedenen Partnern aus der Wissenschaft die Entscheidung getroffen, mehrere Indikatoren des globalen Lancet Countdown-Berichtes auf Deutschland zu übertragen. Dies bildete den Startschuss für unsere Zusammenarbeit. Eine Zusammenarbeit, die stets eng und in vertrauensvoller Atmosphäre stattgefunden hat. Insbesondere das erste gemeinsame Projekt, nämlich die unter hohem Zeitdruck erfolgte Herausgabe des ersten Policy Briefs für Deutschland 2019, hat die Basis unserer Zusammenarbeit gelegt. Diese zeichnet sich vor allem dadurch aus, dass beide Seiten die unterschiedlichen Rollen und Handlungsmöglichkeiten kennen und sich zugleich aber wechselseitig in ihrer Arbeit ergänzen. Hervorheben möchte ich hier die gemeinsame Initiative für einen Hitzeaktionstag im vergangenen Jahr sowie die Neuauflage in diesem Jahr, welche unter Beteiligung von zunehmend mehr Partnern und in deutlich größerem Rahmen stattgefunden hat, unter anderem auch durch eine gemeinsam durchgeführte Pressekonferenz mit dem Bundesgesundheitsminister Professor Karl Lauterbach. Das Netzwerk von Klug ist kontinuierlich gewachsen und auch Klug selbst ist größer geworden. Wie wird es weitergehen? Uns eint die Überzeugung, dass die Auswirkungen des Klimawandels unsere Gesundheit und unsere Lebensgrundlagen elementar bedroht und zudem stärker bedrohen werden. Dabei ist es erforderlich, dass auch das Gesundheitswesen sich entsprechend anpasst. Diese geteilte Überzeugung stellt die gemeinsame Basis für unsere weiter vertrauensvolle Zusammenarbeit dar. Ich gratuliere Klug ganz herzlich zum 7. Geburtstag und wünsche Ihnen hier heute Abend eine gute und erkenntnisbringende, aber auch fröhliche Jubiläumsveranstaltung. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. So, ich sag mal Hallo Berlin. Ich weiß nicht, ob man mich hört. Ja, lieber Martin Herrmann, liebe Kolleginnen und Kollegen, ganz lieben Dank für diese Einladung. Ich bin sehr stolz und dankbar, heute als Vertreterin eines Wohlfahrtsverbandes und erst recht als AWO-Vorständin einen kleinen Beitrag leisten zu dürfen. Natürlich habe ich darüber nachgedacht, was kann ich in 3 Minuten transportieren. Mir sind dann aber doch sehr schnell 3 Dinge eingefallen, die ich mal mit Überschriften versehen möchte. Erste Überschrift ist: Großes beginnt im Kleinen. Die Qualität unserer Zusammenarbeit ist besonders. Mein Team, meine Kolleginnen in den Projekten und der AWO im Allgemeinen melden mir immer wieder zurück, dass gerade die Zusammenarbeit in dem Bündnis extrem inspirierend, dynamisch und bereichernd erlebt wird. Der Ideenaustausch und die Diskussionen werden sehr geschätzt, weil sie eben pragmatisch und lösungsorientiert geführt werden. Wir arbeiten ganz konkret mit relativ einfachen Ansätzen in kleinen Schritten an den Alltagsproblemen und erzielen hierbei eine echt große Wirkung. Es ist also die Haltung, die hier so wertvoll erlebt wird. Das wertfreie Verwerfen und Entwickeln von Ideen in einem interdisziplinären Kontext bewirkt kreative und erfolgreiche Veränderungen. Genau diese Dynamik und Agilität bringt viel frischen Wind in unsere Arbeit und führt mich unmittelbar zu meinem 2. Punkt. Ohne Bewusstsein keine Veränderung. Unsere Zusammenarbeit fördert ein neues Bewusstsein. Ich persönlich arbeite seit wirklich fast 30 Jahren in verschiedenen Wohlfahrtsverbänden und habe in der Vergangenheit nirgendwo das Thema Klimaschutz als ein relevantes erlebt. Das hat sich durch unsere partnerschaftlichen Projekte und Initiativen nachhaltig verändert. Wir haben verstanden, dass wir mit den entwickelten Strategien sowohl Menschen als auch Lebensräume schützen. Aber was noch viel wichtiger ist, wir schaffen innerhalb der Arbeiterwohlfahrt ein neues Bewusstsein.
Klimaschutz ist für uns immer weniger ein Thema, das wir technisch betrachten. Es ist inzwischen eine Frage der sozialen Gerechtigkeit und Teilhabe. Unsere Klientinnen und MitarbeiterInnen, die unter den Folgen des Klimawandels leiden, brauchen unsere Unterstützung und wir tragen die Verantwortung, diesen Stimmen Gehör zu verschaffen, aber auch Rahmenbedingungen zu ändern und damit unseren Beitrag zum Erreichen der Klimaschutzziele zu leisten. Und damit komme ich zu meinem letzten Punkt. Das 21. Jahrhundert erfordert dringend neue Narrative. Diese Kraft und Energie, die wir aus diesem Bündnis ziehen, beruhen auf gemeinsamen Zielen. Und genau deswegen brauchen wir für alle Herausforderungen, und damit meine ich die großen Transformationsthemen unserer Zeit, einen viel weitreichenderen Zukunftsplan oder auch eine Zukunftsvision. Klug ist für mich ein aktives Beteiligungsprojekt, das eben sehr schön aufzeigt, wie gesellschaftliches Miteinander, Vielfalt und Demokratie stärken kann. Wir lernen voneinander, wir profitieren voneinander und genau das macht uns stark. Ich persönlich bin überzeugt, dass genau solche Bündnisse unsere Zukunft mitentscheiden werden. Und für diese Zukunft wünsche ich uns Mut, Kraft und Zuversicht. Also gemeinsam haben wir in den letzten Jahren neue Netzwerke geschaffen, die weit über unsere Organisation hinausreichen und eine breite Gemeinschaft mobilisieren. Dafür möchte ich heute Danke sagen. Danke für die Möglichkeit, Teil dieser Bewegung zu sein und etwas zu bewirken. Ich wünsche euch in Berlin einen richtig tollen Abend. Leider kann ich nicht dabei sein. Grüße meine Kollegin Brigitte Döcker, die im Publikum ist und den Kooperationsvertrag unterzeichnet hat, und wünsche euch viel Spaß. Vielen Dank. Ja, lieber Herr Albrecht, sehr geehrte Gäste, liebe Mitstreiterinnen und Mitstreiter, ich freue mich sehr, hier bei Ihnen sein zu können als der Vertreter der 1900 Krankenhäuser in Deutschland mit immerhin 1,3 Millionen Beschäftigten und einem gehörigen Beitrag zum Thema Klimawandel. Darüber müssen wir uns bewusst sein. Ein Krankenhausbett verbraucht so viele Ressourcen wie ein Einfamilienhaus im Jahr. Und das sind schon gewaltige Dimensionen. Und von daher wissen wir um unsere Verantwortung. Wir wissen, dass wir Verantwortung getragen haben. Bis heute ist sie interpretiert worden als Verantwortung, ich darf das mal so sagen, mit der Reparatur von Krankheiten. Wir müssen uns aber ändern. Das ist etwas, was uns, glaube ich, im Gesundheitswesen alle eint. Wir müssen wegkommen von der Idee, nur Krankheiten reparieren zu wollen, die Folgen zu korrigieren, sondern wir müssen uns wirklich damit auseinandersetzen, wie es uns gelingt, auch angesichts des demografischen Wandels, Krankheiten zu vermeiden, präventiv tätig zu sein. Und ich glaube, Klimaschutz ist die beste Prävention bei dem Thema, über das wir hier gerade sprechen. Denn wenn es gelingt, die größten Folgen von Hitzewellen und Ähnlichem ein Stück weit zu vermeiden und die Auswirkungen auch ein Stück weit zu lindern, dann kann es uns auch gelingen, den Herausforderungen in der Zukunft gerecht zu werden. Ich war selbst 13 Jahre lang Geschäftsführer eines mittelgroßen Krankenhausunternehmens und ich weiß, was im Alltag dort die Menschen und die Verantwortlichen bewegt. Und ich gebe zu, es war in den letzten 15 Jahren nicht unbedingt das Thema Nachhaltigkeit und Klimaschutz. Und auch heute stehen die Krankenhäuser, das wissen Sie alle, vor großen Herausforderungen. Und dennoch ist es unsere Verantwortung als Verband, aber auch unsere Verantwortung als Führungskräfte, diese Botschaften, diese Prioritäten vor Ort zu bringen, zu sensibilisieren und zu sagen, trotz aller Krise, die wir ansonsten haben, trotz aller Herausforderungen, die wir zu bewältigen haben, gilt es, keine Zeit mehr zu verlieren, sondern tatsächlich anzupacken, die Dinge vor Ort jetzt schon einmal zu erledigen, die wir erledigen können, nicht darauf zu warten, dass viele Milliarden vielleicht uns unterstützen bei Investitionen und Ähnlichem, sondern tatsächlich das Engagement vor Ort zu fördern. Und da möchte ich mich ganz herzlich bei unseren Mitstreitern, wenn ich so sagen darf, aber auch bei unserem Treiber Klug bedanken. Sie treiben uns auch, das gebe ich durchaus zu. Und meine Kolleginnen und Kollegen sagen manchmal, ob wir das alles schaffen können, zu was wir uns da verpflichten. Das ist uns auch nicht so ganz klar, aber ich glaube, man muss es tun. Man muss sich große Ziele setzen und es ist gut, wenn man es gemeinsam macht.
weil man dann eben weiß, man wird beobachtet, man steht unter Beobachtung, man geht Verpflichtungen ein und es ist jetzt auch dann keine Möglichkeit mehr, nach links oder rechts abzubiegen, sondern etwas zu tun. Und etwas zu tun, das ist auch das, was unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wirklich wollen. Ich erlebe das so, wenn wir dieses Thema in die Krankenhäuser vor Ort bringen, wenn es dort thematisiert wird, wenn es wirklich von den Verantwortlichen dann auch als prioritäres Thema gesetzt wird, dann finden wir viel, viel Engagement vor Ort bei den Kolleginnen und Kollegen, die wirklich etwas verändern wollen. Und deswegen ist es gut, dass es Sie gibt. Es ist gut, dass wir zusammenarbeiten. Nicht erst jetzt seit 7 Jahren oder nicht nur die zurückliegenden 7 Jahre, sondern wirklich in die Zukunft blicken. Und ich freue mich auf diese weitere Zusammenarbeit. Darf mich herzlich für Ihr Engagement bedanken und wir werden weiterhin als Partner in diesem Netzwerk tätig sein. Dankeschön. Ja, danke schön. Schönen guten Abend. Ich freue mich sehr, dass Sie, dass ihr alle hier seid und dass ich im Namen auch des Vorstandes ein paar Reflexion teilen darf. Man sieht es mir nicht an, aber ich bin gemeinsam mit Martin Herrmann das mit am längsten amtierende Vorstandsmitglied und erinnere mich noch sehr gut auch an die Zeit, als wir wie auf dem Foto nur eine Handvoll Menschen waren, die zusammengekommen waren im Angesicht der Dringlichkeit der planetaren Krise und was Großes anstoßen wollten. Und ich glaube, keiner von uns hätte sich erträumt, dass wir jetzt 7 Jahre später hier in diesem Raum, in diesem Kreis uns so zusammenfinden. Und das Gute ist, jetzt sind wir nicht mehr nur eine Handvoll Menschen, sondern wir haben ein wunderbares Team und wir haben auch viele schlaue Köpfe im Think Tank und wir haben trotzdem weiterhin dieses weite Netzwerk an hochprofessionell arbeitenden, total motivierten Ehrenamtlichen, die sich im Netzwerk engagieren. Und jeder Einzelne, der sich bei Klug engagiert, das kann sehr unterschiedlich aussehen, als aktive Stimme im Netzwerk, in Diskussionen, im E-Mail-Verteiler, bei Health for Future, lokal, national, international. Und viel von dieser Arbeit kondensiert sich in unseren Arbeitsgruppen. Wir haben wirklich über die Jahre in den Arbeitsgruppen einen nahezu einen Schatz an Themenvielfalt und Expertise zusammengetragen. Wir haben Arbeitsgruppen zu Themen wie Divestment, saubere Luft, Pädiatrie, rund um die Geburt, Neurologie, Bildung, Lehre, Ernährung, Anästhesie. Sie sehen, es ist eigentlich fast jedes Thema dabei. Wem was fehlt, der darf gerne auch immer neu gründen. Aber vor allem ist es unfassbar beeindruckend zu sehen, was in diesen Arbeitsgruppen ehrenamtlich über die letzten 7 Jahre geleistet wurde. Vielleicht nur mal ein paar Ausschnitte. Es wurden Ressourcen erstellt für die Aus- und Weiterbildung von Gesundheitsberufen. Es wurde an nationalen Leitlinien mitgearbeitet. Es wurden Kongressbeiträge, Veranstaltungen organisiert, Positionspapiere verfasst. Es wurde außerdem auch an Zeitschriften, Beiträgen gearbeitet, Forschungsplattformen mitgegründet und ich könnte die nächste halbe Stunde weiter Meilensteine aufzählen. Ich habe mehrere A4-Seiten an Input dafür erhalten, aber um es kurz zu fassen, die Arbeit der Arbeitsgruppen ist einer der Hauptkatalysatoren für Klug und Applaus genau für die Arbeitsgruppen. Durch das ehrenamtliche Engagement erreichen wir Hunderte, wenn nicht Tausende Menschen mehr, die inspiriert werden, die zum Nachdenken angeregt werden, die selbst ins Handeln kommen. Und genau das ist eben ein Herzstück, was dazu geführt hat, was Klug bisher erreicht hat und ein Schlüssel für alles, was noch vor uns liegt. Und es sind diese vielen kleinen Dinge, die oft mich, uns alle im Vorstand und wahrscheinlich auch viele von euch dazu motivieren, nicht den Kopf in den Sand zu stecken in Momenten des Zweifels, wenn wir uns konfrontiert sehen mit den Folgen der planetaren Krise und des Nichtstuns, sondern eben weiterzumachen und uns gegenseitig zu motivieren. Zusammen ins Handeln kommen, so hat Klug vor 7 Jahren angefangen und das ist es, was es uns bis heute stärkt als Bewegung, aber auch als Individuen, wenn wir uns manchmal dem lähmenden Schockstarre des Klimawandels ausgesetzt sehen und wenn wir es schaffen, gemeinsam das durch unser Engagement in Hoffnung und in echte Veränderung umzuwandeln. Ohne diese Gemeinschaft der Handelnden
der Menschen, die verstanden haben, was auf dem Spiel steht, wären wir heute nicht hier. Und deswegen ist dieser Geburtstag auch vor allem eine Feier der Menschen, die sich täglich einsetzen für planetare Gesundheit, für eine gesunde Zukunft. Im Privaten, am Arbeitsplatz, im Politischen, im E-Mail-Verteiler oder in AGs. Was ihr tut, was wir gemeinsam tun, gibt Hoffnung, inspiriert und ändert den Status quo. Jeden Tag ein kleines bisschen. Und genau so fangen große Veränderungen an. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank für diese sehr unterschiedlichen Beiträge und Perspektiven, die ein bisschen zurückgeblickt haben auf die letzten 7 Jahre. Wir lassen die auch noch nicht ganz hinter uns, aber in den nächsten beiden Beiträgen nehmen wir ein bisschen mehr die Herausforderungen in den Blick, um die es jetzt geht, die uns auch in der nächsten Phase begleiten werden, und betrachten unsere Arbeit im nationalen Kontext, wo stehen wir da in Deutschland, aber auch ein Stück weit im internationalen Vergleich. Wo lässt sich KLUG und die Arbeit, die wir alle gemeinsam mit den Partnern, die ja auch hier so zahlreich vertreten sind, leisten? Und da freue ich mich sehr über die Beiträge von Nick Watts, der sicher vielen hier auch bekannt ist, aktuell aus dem Center for Sustainable Medicine in Singapur, der uns einen Videobeitrag geschickt hat. Und von Claudia Hornberg, Vorsitzende im Sachverständigenrat für Umweltfragen, die hier vor Ort ist und dann direkt im Anschluss sprechen wird und diese beiden Perspektiven ja, jetzt als nächstes einbringt. Jetzt aber erstmal Nick Watts per Video. Hi guys, I've been in that room before for a pretty special evening reception one time. It feels special, and I think you can see it's one hell of a lot better than where I am at the moment, so I'm sorry I can't be with you. My name is Nick. I work with the United Kingdom and in Singapore in healthcare decarbonization. I first met some of my friends, now some of my closest friends, in Germany with KLUG back years ago. It only feels like a couple of months ago, but it was back when I was working with the Lancet Countdown, and I think it was actually quite a long time ago now. A lot has changed since then. Back then, I think we used to talk about future impacts. We used to spend a lot of our time talking about 2050. We don't do that so much anymore. We talk about rising temperatures and heat waves, about flood. We talk about the spread of infectious disease, about the health impacts today. We talk about hospitals being overwhelmed. We experience those impacts today. We used to talk a lot about 1.5 degrees. I frankly don't do that anymore. August 2024, global average surface temperature was 1.51 degrees for the month. The health impacts of climate change, they have moved faster, they have moved harder than I think we anticipated, than we could have anticipated. And just to add on to some of the pessimism at the same time, there's been a little bit of a slowing of progress. Hey, not just in Germany and Europe, but frankly across the world. I think some of that is because some of the low-hanging fruit has already been taken. I think some of that is a little bit of a breakdown in some of the information, some of those core democratic mechanisms that we were relying on. And that's pretty tough. I get asked every now and then, hey, how do you deal with that? How do you deal with the fact that this stuff is pretty difficult, pretty tough? The metrics don't always go in the right way, but you have to get up every morning and get back to it. I think the answer is kind of simple, actually. I think it is about those little victories. It is about demonstrating day after day that the action, the real world action, actually delivers change, that it is positive, that you can see, feel the health benefits, you can feel that improvement, and you can see and feel the decarbonization of our economy, of our healthcare system, of our clinical practice. That's important, but by far what is most important is the relationships that we get to build, doing hard things with good people. When I think back to that time when I first started to get to know this community in Germany, only a small handful of people engaged. But some of those friends, Sabina, Micah, Martin, organizations like KLUG that have run at this, that have moved from just a small handful of people to an army of people taking this on, at least a small army, hey? That's where I draw a lot of my energy from, my enthusiasm, and quite frankly, my optimism, because there has been one hell of a lot of good work that has been done. We have come a really long way, and there's cause for celebration, and I hope you guys have a really fantastic night. And I hope tomorrow morning, or maybe the day after, when you wake up, you think, God, that was great. There's been a lot of good work done, and there's one hell of a lot more work to do. Thank you.
Ja, oh Gott, man sieht gar nichts. Erstmal von ganzem Herzen herzlichen Glückwunsch zu diesen 7 Jahren. Herzlichen Dank für den wunderbaren Job, den Sie gemacht haben in den letzten 7 Jahren. Und ich habe gerade die ganze Zeit überlegt, was alles passiert ist in dieser zurückliegenden Zeit. Und ich muss aber ehrlich sagen, ich habe auch überlegt, was ist alles nicht passiert. Ja. Ich finde, das muss man auch mal an dieser Stelle sagen. Also ich habe einen sehr verehrten alten Lehrer gehabt, Robert Guderian, der im Jahr 1987 schon ganz klar immer gezeigt hat, wie ist es eigentlich mit den CO2-Steigerungen weltweit. So lange ist es eigentlich her. Und das führt mich dazu, nochmal zu sagen, meine Güte, es ist an der Zeit, jetzt endlich miteinander noch ein paar Schritte weiterzugehen. Und ich bin sehr, sehr froh, dass gerade schon von einem meiner Vorrednerinnen und Vorredner das Thema Gesundheitssektor, Krankenhaussektor angesprochen wurde, weil ich bin momentan, und da bin ich sehr froh mit, auch Dekanin einer neuen medizinischen Fakultät in Ostwestfalen-Lippe, die gerade entsteht, und ich treibe mich viel mit dem Nachhaltigkeitsdiskurs in Krankenhäusern rum, und ich möchte den Punkt aber heute hier noch mal einmal kurz erweitern. Ich glaube, dass es wichtig ist, neben der Nachhaltigkeit auch noch einmal das Thema der Suffizienz miteinander zu betrachten. Und deshalb würde ich gerne da noch 1-2 Minuten bleiben, weil ich der festen Überzeugung bin, dass die Befassung mit Nachhaltigkeit und Suffizienz uns weiterbringt. Also Suffizienz im ganz klassischen Sinne, dass wir wirklich sagen, Suffizienz ist die kluge Beschränkung der Ziele, die wir haben. Und das ist, finde ich, nochmal eine ganz andere Dimension, und das verbindet auch das Thema Krankenhäuser oder auch Versorgung jetzt im Gesundheits- und Krankheitsbereich, sowohl im stationären als auch im ambulanten Sektor, weil wir eine Vielzahl von jungen Leuten haben, die ganz klar sagen, die Befassung mit dem Thema Nachhaltigkeit, aber auch die Befassung mit der Beschränkung von Zielen, ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Also das heißt, das wäre eigentlich, was wir in der Suffizienzdiskussion häufig haben, nämlich die Veränderungen von sozialen Praktiken, ist in dem Sinne aber auch sehr klar zu koppeln an die politischen Rahmenbedingungen, die es erstmal möglich machen, soziale Praktiken zu verändern. Also beispielsweise ein anderes Wohnen, eine andere Mobilität, eine andere Form der Ernährung beispielsweise zu ermöglichen für die verschiedenen Bevölkerungsgruppen. Und ich glaube, auch da ist klug mit den vielfältigen Perspektiven dran, mit den vielfältigen Akteuren und Akteurinnen. Und ich bin sehr, sehr froh, dass wir diese vielen Menschen mit ihren unterschiedlichen Facetten und Ideen mit an Bord haben. Und ja, ich wünsche mindestens genauso erfolgreiche nächsten 7 Jahre, hoffentlich noch viel, viel länger. Man kann da vielleicht auch noch eine Null dran machen. Also vielen herzlichen Glückwunsch und ja, viel Vergnügen für den heutigen Abend. Ja, vielen Dank auch für diese beiden Beiträge. Ich mache noch mal eine Schnellübersetzung von Nick Watts. Wir haben viel erreicht, aber wir haben noch sau viel zu tun. Und in dieser Frage nach dem Tun, nach dem Handeln, nach dem wie geht es weiter, wie schaffen wir es letztlich transformativ wirksam zu sein, da beschäftigt und begleitet uns ja schon seit der Gründung von Klug das Modell von Social Tipping und die Möglichkeitshorizonte und Machtperspektiven, die dieses Modell beinhaltet. Und umso mehr freue ich mich, dass jetzt unsere beiden nächsten Sprecherinnen, Expertinnen auf genau diesem Feld sind. Und begrüße zunächst Ilona Otto, Professorin aus Graz, die zu den gesellschaftlichen Auswirkungen der Klimakrise forscht, und Maike Weißflug dann im Anschluss, die als Politikwissenschaftlerin und Autorin sich diesen Themen widmet. Schön, dass ihr beiden heute hier seid. Ilona, du hast das Wort. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ja, ich war die erste Autorin von dem Studium über soziale Kipppunkte, und das war ein Kipppunkt in sich selbst. Das hat sich sehr verbreitet, und ich gebe auch viele Interviews.
Und es gibt zwei häufigste Fragen von den Journalisten. Eine Frage, was ist denn der Kipppunkt? Ja? Und manchmal sage ich, ja, lies mal das Paper. Ja, aber es geht natürlich um kleine Veränderungen, die einen großen systemischen Effekt haben. Und das macht ihr natürlich. Die zweite Frage, wo sind wir? Haben wir schon gekippt? Kippen wir gerade? Und das ist immer sehr schwer zu antworten. Manchmal nach ein paar Gläser Wein kippt es mehr als vorher. Und ich bin sicher, nach dem Empfang, wir werden alle etwas mehr kippen als vorher. Aber ehrlich, das ist immer sehr schwer zu sagen, ob wir schon gekippt haben oder noch nicht, oder wann kippt das System, weil wir natürlich sind ein Teil von dem System. Und manchmal geht es so ein bisschen nach vorne, dann wieder rückwärts. Und manchmal, es ist sehr schwer, ich glaube, nur nach mehreren Jahren kann man dann sagen, ja, das war der Punkt und seitdem, es hat sich alles verändert. Aber ich habe hier ein paar Ergebnisse, ein paar Daten vorbereitet. Und natürlich ist es sehr schwer auch zu messen, weil die Frage ist, was messen wir überhaupt? Aber was sich messen lässt, sind die technologischen Veränderungen. Kommen ein paar gute Beispiele. Ja? Zum Beispiel, wenn man über die Kosten von sauberen Energie redet, da sieht man die Kosten von erneuerbaren Energien. Es ist einfach zu hell. Ja? Ich dachte, ich gehe ein bisschen weiter, aber alles gut. Und die Kosten von sauberen Energien sind eigentlich schon in vielen Weltregionen viel günstiger als die Kosten von fossilen Brennstoffen. Das ist natürlich ein Kipppunkt, ein sehr wichtiges Kipppunkt. Und auch wenn man über Heizsysteme redet, natürlich, wenn wir auf Haushalte anschauen, ein großer Teil von den Emissionen kommt von dem Heizungssystem. Ja? Also Heizungssysteme sind sehr wichtig. Und da, das hat vielleicht auch schon gekippt, besonders in Deutschland. Ja, wenn man jetzt ein neues Haus baut, da überlegt man überhaupt nicht, ob wir vielleicht jetzt Ölheizung oder vielleicht Gasheizung einbauen. Jetzt am meisten, es gibt diese klare Punkt, okay, einfach eine Wärmepumpe. Ja, also sauber ist einfach, umweltfreundlich und auch relativ günstig. Und da haben wir vielleicht auch schon gekippt. Noch eine Zahl. E-Autos, ja, weltweit, es wird von neuen Autos, es wird ungefähr 35% von allen neuen Autos E-Autos verkauft, ja, diese Zahlen zeigen auch, ja, da haben wir wahrscheinlich schon auch gekippt oder sind wir sehr nah. Aber wenn man auf solche Zahlen schaut und besonders diese technologischen Veränderungen, das ist mein Gefühl, dass manchmal man denkt, okay, vielleicht haben wir dann das geschafft, vielleicht kann man sich jetzt entspannen und jetzt ist es so ein Selbstläufer, müssen wir jetzt nichts machen. Ja? Aber genau, jetzt kommen Sachen, die etwas schwer zu quantifizieren sind. Und in den letzten Jahren, ich und meine Mitarbeiter, wir haben auf verschiedene Prozesse geschaut. Und was sehr wichtig und interessant ist, dass am meisten, es geht nicht nur um welche Technologien oder Preisen, am meisten diese kleinen Veränderungen fangen mit eigentlich kleinen Gruppen an. Also es sind so am meisten 2-3 Menschen, die sich vernetzen und dann suchen andere Koalitionspartner und dann begeistern anderen. Und so fängt es an, dass eigentlich das Wichtigste sind die Beziehungen zwischen den Menschen und die Netzwerke. Aber es gibt eine Zahl auch. Oft, wenn solche Gruppen unter 20% Bevölkerung sind, es geht ein bisschen schwierig. Und es ist sehr wichtig, dass solche kleinen Gruppen sich immer
mit außen Aktoren vernetzen. Ja? Die müssen immer nach außen wirken. Und da kommt der magische Punkt, vielleicht Kipppunkt, ja, wenn die solche kleinen Gruppen ungefähr, also über 20%, ungefähr 25% von Bevölkerung erreichen, da plötzlich geht es sehr schnell. Und es gibt viele empirische Nachweise, Modellnachweise, experimentelle Nachweise, die zeigen, dass genau, wenn es so sehr nah an diese 5% kommt, da verbreiten sich neue Trends, Innovationen, ja, neue Lebensschlüsse sehr, sehr schnell. Ja, und warum ich hier bin? Ich denke, es ist einfach so wichtig, was ihr macht. Und diese Vision, die Klug bietet, also eine Vision von gesunden Menschen auf einem gesunden Planeten, das ist etwas, was viele begeistert und viele motiviert. Und vielleicht da kann man viele Koalitionspartner begeistern und mitwirken lassen. Aber natürlich, wir sind nicht die Einzigen, die eine Vision haben. Es gibt viele also andere Gruppen, die sehr destruktive Visionen haben und viele Konflikte entstehen, auch weltweit. Wir sehen das. Aber ich bin sehr überzeugt, dass diese Vision von gesunde Menschen, gesunde Umwelt und auch vielleicht Suffizienz, wie es gerade gesagt wurde, das sind die Narrative, die wir brauchen. Und noch Gerechtigkeit kommt noch dazu. Und natürlich das Gesundheitssystem ist ein Instrument von Verteilungspolitik. Und da sehe ich so viele Anknüpfungspunkte. Und ich bin immer so gerne dabei und ich bedanke mich für eure Arbeit und alles, was ihr macht. Und ich bin einfach ich bin so froh, ein Teil von dieser Bewegung zu sein. Und alles Gute. Und ich hoffe, das ist nur der Anfang. Vielen Dank. Ja, danke Ilona. Ich kann wunderbar anknüpfen an diesen Beitrag, die Notwendigkeit ins Handeln zu kommen und der Transformation. Und ich wollte eigentlich einsteigen mit dem, ich habe etwas mitgebracht, ich habe im Gepäck Hannah Arendt, die Denkerin, aber das stimmt gar nicht, weil die Denkerin Hannah Arendt total lebendig ist in dieser Organisation und diesem Bündnis, das klug ist. Ich habe den ganzen Abend ein bisschen mitgeschrieben und die Stichworte wie zusammen ins Handeln kommen, sich vernetzen, Transformation, Veränderung, das sind die Stichworte eigentlich von Hannah Arendt, die eigentlich so auch ein bisschen die Denkerin der Stunde ist. Zum einen hat sie analysiert den Aufstieg der totalen Herrschaft, aber für mich ist sie vor allem die Theoretikerin der Politik und des politischen Handelns. Und ich habe eigentlich drei Aspekte heute Abend mitgebracht, die sich wunderbar reflektieren. Und das ist aber eine Wiederholung, weil all das wurde schon heute Abend genannt oder wird praktiziert in dem, was klug ist und macht vor allem. Das ist einmal das Zusammenhandeln, was nicht eben nur ein bloßer Aktivismus ist, gemeinsam auf die Straße gehen, Aktivitäten entfalten, sondern sich organisieren, Netzwerke schaffen, gemeinsam sozusagen sich auf den Weg zu machen und das auch nachhaltig zu tun. Und da ist klug wirklich ein Lehrstück von Politik. Also Hannah Arendt wäre sicher ganz begeistert davon, was hier geschieht. Das zweite ist die Pluralität, verschiedene Menschen an einen Tisch zu bringen, eben nicht nur in der eigenen Bubble zu sein, sondern Dinge zusammenzubringen, eben zu sagen, im Klimawandel und im Einsatz sozusagen für die Natur, für unseren Planeten, das ist nicht nur ein ökologisches Thema, sozusagen ein klassisches Thema der Naturpolitik, sondern es ist ein Gesundheitsthema und dort Leute mit an den Tisch zu bringen, dass man wirklich ins Handeln kommen kann, das passiert hier. Und das dritte ist Neubeginn. Wir hatten am Anfang das Foto gesehen der kleinen Gruppe, die etwas gegründet hat, der Moment der Gründung. Und dann, was es tut, wir brauchen natürlich als Gesellschaft auch eine Form der Neugründung oder vielleicht sollte man sagen, ganz viele dieser Momente der Neugründungen und sich gemeinsam auf den Weg zu machen. Und da ist eben klug auch ein wunderbares Beispiel, wie das gelingen kann, wie man am Ende auch Macht entfaltet. Aber wir müssen natürlich noch, und das wurde heute Abend auch schon gesagt, sehr viel mehr schaffen als Gesellschaft, ins Handeln zu kommen, damit wir auch morgen einen lebenswerten Planeten haben, damit wir eine Gesellschaft haben, die eine Zukunft hat,
für die nächsten Generationen. Und da haben wir natürlich eine große Herausforderung, und da steht auch Hannah Arendt für. Sie hat den Aufstieg der totalen Herrschaft des Nationalsozialismus scharf beobachtet, und wir leben in einer Zeit, wo diese falschen Antworten auf die Herausforderungen unserer Zeit wiedergegeben wurden von Menschen und wo wir erleben, dass die Themen, die uns wichtig sind, in den Hintergrund geraten. Aber das Eintreten für Demokratie heißt eben auch, weiter an den eigenen Zielen festzuhalten. Und das vernehme ich diesen Abend ganz stark. Und deswegen bedanke ich mich und finde es toll, Teil dieser Reise zu sein und das ein bisschen von der Seitenlinie immer beobachten zu können. Also vielen Dank und viel Kraft für alle. Weitermachen so. Ja, vielen Dank auch für diese beiden Beiträge. Jetzt sind wir immer tiefer eingestiegen und ein Stück ja auch zu was man das Fundament von Klug nennen könnte oder zumindest Gedanken, die uns schon lange begleiten, dem auf den Grund gegangen und schon auch sehr kognitiv in dieser Betrachtungsweise gewesen, zuletzt ja sogar philosophisch, wenn auch konkret philosophisch. Wir haben jetzt viel gehört und auch gesehen, und umso mehr freue ich mich, dass wir jetzt nochmal andere Sinne und auch unsere Körper dazu nehmen werden. Und da darf ich ganz herzlich Ariane Hagel begrüßen, die auch schon Klug seit Anbeginn begleitet als Künstlerin in ganz vielen unterschiedlichen Formaten, Workshops und immer wieder mit kreativen Impulsen. Und du wirst uns jetzt eine kleine Einführung in den nächsten Teil geben. Herzlich willkommen, schön, dass du heute hier bist. Schönen guten Abend. Ich freue mich sehr, hier zu sein und zusammen zu feiern. Als ich gefragt wurde, kreative künstlerische Impulse für diesen Festakt vorzubereiten, mir zu überlegen, war eigentlich alles ziemlich schnell klar. Es war das Thema klar, das Bild war klar und auch die Performances. Also bei dem Thema, wie ich gedacht habe, Klug wird 7 Jahre alt, habe ich gedacht, was ein wunderbares Miteinander. Sowohl innen wie außen und sowohl Deutschland wie weltweit, dass dieses Miteinander eigentlich der größte Schatz ist. Und bei den Bildern, das ist eine Serie, hier ist ein Bild, was aufgetaucht ist in der Pandemiezeit. Normalerweise male ich abstrakt, informell, und ich weiß selber nicht, was auftaucht, wenn ich anfange zu malen. Und plötzlich sind aus den Pinseln lauter Figuren rausgepurzelt. Und ich habe mich selber gewundert, habe gedacht, okay, ich bleibe dran, ich male einfach weiter. Und dann, wie ich in den Dialog gegangen bin mit meinen Bildern, kam plötzlich von meinen Bildern, wir sind eine Menschheit und haben eine Nabelschnur mit dieser Erde. Und da komme ich auch schon zu meiner größten Frage, die mich schon lange begleitet. Und für mich ist es die Frage unserer Zeit, für uns als Gesellschaft, ist eigentlich, wie wollen wir miteinander auf diesem wunderbaren Planeten leben? Und miteinander meine ich nicht nur wir als Menschen, sondern mit den ganzen anderen Wesen, die hier schon leben. Die Tiere, die Pflanzen. Und die Tiere und die Pflanzen haben keine Wahl, wir aber schon. Und mit dieser Wahl haben wir eine große Verantwortung. Und deswegen in diesem Sinne mit dem wunderbaren Choreografen Johannes Hertel und den Tänzerinnen von der Evanson International Contemporary Dance School München machen wir uns jetzt zusammen auf die Reise. Gute Reise. Thank you.
Ja, vielen Dank. Wir haben ehrlicherweise so ein bisschen darüber nachgedacht, wie wir es schaffen, alle da mit reinzuziehen und dass dann zwischendurch wirklich kein einziger Stuhl mehr besetzt war. Das hat mich jetzt direkt ein bisschen überrascht, aber spricht sehr für die Experimentierfreude, Begeisterungsfähigkeit, Neugierde und Offenheit, die doch in diesem Netzwerk steckt. Und da doch gerne nochmal ein herzlicher Applaus für euch alle, Sie alle, aber natürlich auch die Tänzerinnen. Ja, wir nähern uns jetzt so langsam, aber sicher dem letzten Teil des Programms. Und da möchten wir jetzt nochmal ein bisschen einen konkreteren Blick doch darauf werfen, was das Gesagte, Gehörte und jetzt auch Erlebte für Klug bedeutet. Das war ja jetzt alles andere als eine geradlinige Reise. Dazu passte vielleicht auch das, was sich hier so zwischendurch abgespielt hat. Und so ein Geburtstag ist ja doch auch immer ein Moment, um innezuhalten, zurückzublicken und in diesem Blick zurück auch zu überlegen, wie geht es nach vorne weiter. Und dazu werden wir jetzt nochmal erst Martin Herrmann als Vorstandsvorsitzenden und dann Christian Schulz, unseren Geschäftsführer, hören. Aber erstmal Martin. Was ich jetzt heute Abend nochmal sehr eindrucksvoll erlebe, ist, was wir in den letzten 7 Jahren gemeinsam geschaffen haben. Das war eine der Ideen, warum wir das hier machen wollten, dass wir das gemeinsam wahrnehmen, was für eine Plattform wir haben. Und wie aus diesen wenigen Menschen diese große Gruppe ist, wo wir Zugänge haben zu allen wichtigen Gesundheitsakteuren und damit auch zu allen wichtigen Akteuren in unserer Gesellschaft. Und ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir das uns vergegenwärtigen. Wir können, wenn wir wollen, in welcher Konstellation auch immer, mit allen wichtigen Akteuren in unserer Gesellschaft sprechen, um sie mit hineinzuholen in die Themen, die von der Gesundheitsagenda her die sind, die zählen. Und wenn wir es von der Gesundheit her tun, ist auch ganz klar, dass Nichthandeln oder Kopf wegstecken oder Kopf in Sand stecken nicht das ist, was geht. Da haben wir eine Überzeugungskraft, wie keine andere Berufsgruppe oder kaum eine andere Berufsgruppe. Harald Lesch hat so ziemlich genau vor 6 Jahren angefangen, mit uns zusammenzuarbeiten. Und als wir das erste Gespräch mit Eckhard von Hirschhausen und ihm hatten, war nach ungefähr 2 Minuten seine Kinnlade runtergegangen, weil er genau das gesehen hat, dass das ein Narrativ ist, wo wir was bewegen können. Und was wir auch gesehen haben heute Abend, gerade in den letzten 1-2 Jahren, hat sich das noch sehr viel stärker weiterentfaltet. Im Unterschied zu dem Rollback bei Klimathemen, die wir in der Gesellschaft haben, haben wir bei Gesundheitsakteuren ein Roll Forward. Auch weil wir Wege finden, wie wir darüber sprechen, die Menschen erreicht und ihnen ihren Platz gibt, sozusagen sich an dieser Veränderung zu beteiligen und sich selber gerecht zu werden. Das ist eine sehr starke Erfahrung, die ich habe, wenn es uns gelingt, einen Rahmen zu schaffen mit einer Richtung, die ungefähr stimmt, sind viele der Akteure enorm dankbar und beteiligen sich sehr gerne. Das haben wir dieses Jahr beim Hitzeaktionstag gesehen, als wir viel mehr Menschen erreicht haben, als wir vorher uns vorstellen konnten. Und bei vielen anderen Themen erleben wir das auch. Dazu gehört auch, dass wir miteinander reifen zu den Schwierigkeiten, die da sind. Und das ist ja auch etwas, was Gesundheitsakteure auszeichnet. Wir gehen dahin, wo es schwer ist und wir bleiben, auch wenn es schwer ist. Das ist etwas, zu unserer DNA gehört und wir alle erleben das. Wenn wir das mal zusammen tun, da wo es gezählt hat, dann sind es mit die wertvollsten Momente, die uns daran erinnern, warum wir diesen Beruf ausüben und warum wir was zusammen machen. Und das ist ein großer Bedarf sozusagen, dass wir miteinander diese Richtung schaffen. Ich glaube, es ist sehr wichtig, dass wir miteinander anerkennen und dann auch viele in das hineinbinden, dass wir jetzt diese Plattform haben und damit in eine neue Phase gehen. In eine Phase, in der zwar das Notfallnarrativ immer noch seinen Platz hat, aber nicht mehr bestimmend ist. In eine Phase, wo wir stärker von einem Rhythmus her arbeiten, manchmal verlangsamen, um überhaupt zu sehen, was zählt und was die wichtigen Perspektiven ist und erstmal zuhören, ohne zu handeln. Und dann, wenn die Dinge sich klären, beschleunigen, in Gelegenheitsfenster hineinspringen, sich zusammentun, weil es zählt. Auch das ist etwas, was wir in den Gesundheitsberufen kennen. Also in einen Rhythmus gehen,
sehr stark geprägt von der Vision, die heute immer wieder angeklungen ist und zu der wir auch nachher noch was hören werden, dass ja das, was, wofür wir stehen, etwas ist, was uns sofort gut tut. Was uns sofort gut tut, was sofort Menschen erreicht, was sofort Verbesserungen bringt. Weil auch das ist klar, mehr materiellen Wohlstand alleine wird uns nicht dahin bringen, wo Glück oder Zusammenhalt oder Liebe oder sowas ist. Und andere Dinge, die zählen. Wir haben von Ilona gehört und von der Maike diese Beispiele von einer anderen Handlungsperspektive zu sehen, dass es nicht nur zählt, viel zu machen, sondern eben auch wirklich eine Wahrnehmungsfähigkeit miteinander zu bekommen, wo Gelegenheitsfenster sind und welche Akteurskonstellationen von uns vielleicht die größte Chance haben. Wann wir breit in die Öffentlichkeit gehen und wann wir auch im Vertrauen hinter verschlossenen Türen miteinander reden. Auch da eine große Varianz von Handlungsmöglichkeiten über die hinaus, die wir heute schon spielen, aber in dem Bewusstsein, dass wir miteinander die Herausforderungen, die wir vor uns haben, auch meistern können und Dinge erreichen können, die vor 7 Jahren, was wir heute erreicht haben, war nicht vorstellbar für den Dieter, für den Lutz, für den Christian Witt, alles Gründungsmitglieder, die Julia Gogolewska, viele, die heute hier sind. Es war nicht vorstellbar, dass wir heute hier sitzen würden. Und genauso ist das, was in den nächsten 7 Jahren ansteht und was wir auch meistern werden, ist nicht vorstellbar. Auch dazu gehört der Mut dazu, miteinander in die Dinge hineinzugehen, wo es gar nicht so klar ist, wie das geht. Ich glaube, die wichtigsten Dinge habe ich schon gesagt. Und ich freue mich drauf, in den nächsten Monaten, im nächsten Jahr, insbesondere mit vielen von euch und Ihnen, genau darüber zu sprechen und zu schauen, wie wir strategisch diese Plattform, die wir haben, weiterentwickeln. Viele von euch werden die Führung übernehmen, werden viele andere dazukommen. Gerade weil sich die Dinge zuspitzen, ist die Zeit jetzt reif, dass wir uns diesen Dingen stellen. Und jetzt gebe ich weiter an Christian, der wird auch noch mal darüber sprechen, wie wichtig es ist, dass wir in der Finanzierung von Klug viel mehr freie Mittel haben, weil das die Voraussetzung dafür ist, dass wir in Dinge hineinspringen können. Und das Hineinspringen erfordert die Zeit, dass wir immer wieder in der Lage sind, in Dinge hineinzuspringen, die vorher noch nicht da waren. Christian. Danke, Martin. Du hast den Bogen jetzt schon aufgemacht, finanzielle Mittel. Es werden noch viele Gelegenheitsfenster kommen. Wir wollen natürlich alle diese Gelegenheitsfenster eben auch so gut wie es geht gestalten. Und ein Teil, der dafür wichtig ist, entscheidend ist, ist eben den Anteil der freien Mittel im Verhältnis zu den Projektmitteln zu erhöhen. Und wir haben bislang letztes Jahr ungefähr 10% freie Mittel gehabt im Vergleich zu den Projektmitteln. Dieses Jahr werden wir bei Richtung 20% gehen und nächstes Jahr vielleicht 30% und mehr haben. Und damit uns das gelingt, uns das gemeinsam gelingt, ist es wichtig, dass sich möglichst viele von Ihnen beteiligen. Wir haben im Sommer einzelne Personen angesprochen und um Großspenden gebeten und haben da eine gute Resonanz erfahren. Wir haben Kontakt aufgenommen mit Mitgliedsorganisationen, beileibe noch nicht mit allen, sondern mit einigen wenigen, wie so ein erster Versuch. Die signalisieren auch Unterstützung, eben zum Beispiel bei dem Platzieren von Anzeigen, die wir jetzt entwickeln werden. Und somit ist der 7. Geburtstag von Klug auch ein Beginn dieser Kampagne, die wir heute starten, um die freien Mittel zu erhöhen. Und unser wunderbares Team hat eine Webseite dafür entwickelt, neu gebaut. Jetzt müsste sie zu sehen sein. Sie sehen hier den Überblick. Das ist das, wo Sie landen, wenn Sie da drauf schauen. Ich gehe gleich einen Schritt weiter. Ein zentrales Element wird sein, dass wir Förderinnen und Förderer gewinnen, weil das einfach eine Stabilität ist über längere Zeiträume und somit eine Grundlage ist für die Unabhängigkeit. Was natürlich auch klar ist, dass wir uns über jede einzelne Spende freuen, weil die immer wieder großartig ist und jedes Mal Großartiges ermöglicht. Und was wir auch machen, wir werden weiter natürlich mit einzelnen Personen sprechen und sie versuchen und weitere gewinnen für Großspenden. Und was Sie jetzt schon an den Bildern sehen von den Menschen, sehen Sie, dass wir großartige Menschen gewonnen haben, die uns dabei unterstützen. Herzliches Dank an das Team, was in den letzten Wochen auch in Vorbereitung für diesen Tag wahnsinnig viel Energie investiert hat und Zeit investiert hat, dass das gelingt. Und jetzt ist es natürlich für mich auch ein Privileg, hier zu sprechen, in diesem Raum zu sprechen, zu Ihnen zu sprechen, um Sie einzuladen,
daran mitzuwirken. Als Aktive, als Partner, als Partnerinnen, als Mitgliedsorganisationen, als MultiplikatorInnen mit ihrer Kreativität und ihren Netzwerken. Darüber hinaus natürlich auch, wenn Sie sich konkret selbst entscheiden wollen, Förder und Förderin zu werden, können Sie unsere Webseite besuchen. Und gleichzeitig ist die Julia da. Julia, wo bist du? Da ist die Julia. Und mich können uns jederzeit ansprechen, wenn Sie dazu Fragen haben. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Jetzt vom sehr Konkreten, aber ich glaube, es ist, ist deutlich geworden, dass es die Grundlage für das ganz Große ist. Wollen wir jetzt nochmal den Bogen weitermachen oder das Feld aufmachen? Wir sind ja gestartet mit dem Universum und den Dinosauriern und kehren jetzt auf eine ähnliche Flughöhe zurück, nämlich zu einem Text zur Vision von Planetary Health. Und geschrieben hat den Text Sabine Gabrisch, die auch ganz am Anfang schon auf dem Bild, was zu sehen war, rechts am Rand zu sehen war, und viele von Ihnen werden sie kennen, die ja auch prägend für Klug war, dann auch die erste Professur für Planetary Health in Deutschland innehatte, Klug sehr begleitet hat, gerade in der Anfangsphase, und uns jetzt zu diesem besonderen Anlass, ja, was auch für uns eine besondere Freude war, diesen Text geschrieben hat. Und vorlesen wird Ihnen Hanna Otto aus unserem Team, und ich glaube, das ist eine wunderbare Kombination. Vielen Dank sozusagen an Sabine Gabrisch in Abwesenheit und an Hanna, dass du heute hier bist und den Text mit uns teilst. Herzlichen Glückwunsch an Klug und uns alle. Aus gesundheitlichen Gründen kann ich leider heute nicht dabei sein, auch wenn es mir allmählich besser geht. Auf Martins Vorschlag hin möchte ich aber zumindest auf diesem Weg ein paar Gedanken mit euch teilen. Mein Wunsch für die Zukunft und für die Arbeit von Klug dreht sich um Planetary Healing. Um das, was wir brauchen, um einen gesellschaftlichen und planetaren Heilungsprozess einzuleiten. Ich gliedere das mal in Hirn, Herz und Hand, auch wenn das natürlich zusammengehört. Mit Hirn meine ich ein Umdenken, eine andere Sichtweise, ein neues Weltbild und Menschenbild, nämlich ein Bewusstsein von uns selbst als lebende Wesen, die Teil eines größeren Ganzen sind, einer Gesellschaft, vieler Ökosysteme, unseres wunderbaren Planeten Erde. Das gegenwärtig herrschende Weltbild fußt auf einer Illusion der Getrenntheit, auf einer gedanklichen Abspaltung. Der Mensch wird als getrennt von anderen Lebewesen, als getrennt von der Natur betrachtet. Und der menschliche Geist als getrennt vom Körper. Die Natur wird damit zum Objekt, das kontrolliert, manipuliert und beherrscht werden kann, ebenso wie andere Menschen und auch der eigene Körper. Im besten Fall mit dem hehren Ziel, die Welt zu verbessern, das Leben der Menschen einfacher und sicherer zu machen, allerdings oft auch gewaltsam und ausbeuterisch. Der Versuch, die Welt unter Kontrolle zu bringen, verkehrt sich nun aber zunehmend in sein Gegenteil, in dem Maß, wie der menschliche Einfluss immer größer wird und natürliche Grenzen der Pufferung erreicht sind. Die Welt gerät immer mehr außer Kontrolle, wird immer unsicherer durch Klimakrise, Zerstörung von Arten und Ökosystemen, durch Zerstörung des gesellschaftlichen Zusammenhalts und der Gesundheit. Unsere Gesundheit leidet dabei nicht nur unter den Kollateralschäden, den Nebenwirkungen des menschlichen Fortschrittprojektes auf andere Lebewesen und den Planeten als Ganzes, also den negativen Folgen von Klimawandel, Artensterben und Verschmutzung. Wir leiden auch unter den Hauptwirkungen, unter dem eigentlichen Erfolg des Projekts. Damit meine ich nicht nur ein zu viel des Guten, wie Überernährung und Bewegungsmangel. Was ich meine, geht noch viel tiefer. Das Weltbild der Getrenntheit führt nicht nur zu einer gestörten Beziehung zur Natur, sondern auch zu einer gestörten Beziehung zu uns selbst. Es beraubt uns all dessen, was uns gut tut und was wir als Menschen brauchen, nämlich Verbundenheit, Liebe, Schönheit, sinnvolle und kreative Tätigkeiten und so weiter. Wenn wir glauben, dass wir getrennt sind voneinander und von der Natur, wenn wir niemanden mehr brauchen und niemand uns, weil wir Beziehungen durch Dienstleistungen ersetzt haben, fühlen wir uns einsam und isoliert. Wenn wir glauben, dass nicht genug für alle da ist und ein ständiger Kampf herrscht, bei dem jeder nur darauf bedacht ist, mehr für sich selbst rauszuschlagen, befördert das Angst, Gier und Konkurrenzdruck.
Wenn sich alles immer mehr beschleunigt, immer effizienter werden muss, davon können die Gesundheitsberufe ja ein Lied singen, fühlen wir uns gestresst und erschöpft. Einsamkeit und chronischer Stress sind Gift für unsere Gesundheit, tragen zu psychischen Belastungen bei und beeinträchtigen das Immunsystem. Wir verbiegen uns, wir entziehen uns das, was unsere menschliche Natur braucht, basierend auf einer Illusion, einem Missverständnis von uns selbst und der Welt, wer wir sind als Menschen, wie wir in Beziehung stehen zueinander und zum Rest der Natur. Wenn wir also tief genug graben, sehen wir, dass die Wurzeln der planetaren Krise in unserem Weltbild und Menschenbild liegen und identisch sind mit zahlreichen Wurzeln der Gesundheitskrise. Wir brauchen ein neues oder eigentlich uraltes Weltbild der Verbundenheit, denn das aktuelle Weltbild verursacht und verschlimmert die Krisen. Wir brauchen ein neues Verständnis von uns selbst und unserer eigenen Lebendigkeit, unseren Bedürfnissen als Lebewesen, unserer Beziehung zu anderen Lebewesen und der Erde. Wir brauchen eine Renaissance der Verbundenheit. Und das ist dann eigentlich gar nicht mehr so sehr Hirn und Denken, sondern sehr viel Herz und Fühlen. Der zweite Teil vom Dreiklang Hirn, Herz und Hand. Es geht nicht nur um ein Umdenken, sondern um das Fühlen von Verbundenheit. Es geht darum, wie wir die Liebe zum Lebendigen, zur Mutter Natur wieder erwecken, unser Mitgefühl uns selbst gegenüber und mit den anderen Wesen, unseren Geschwistern. Mit Mutter Natur, die uns so reich beschenkt, mit Luft, Wasser und Nahrung, mit Schönheit, mit allem, was wir brauchen, was wir lange für selbstverständlich halten und erst bemerken, wenn sie nicht mehr kann, weil wir sie so sehr ausgebeutet und aus dem Gleichgewicht gebracht haben. Vielleicht kann diese Liebe wieder wachsen, wenn wir die Natur, die Erde, nicht als Objekt betrachten, sondern als lebendig. Wenn wir wirklich in Beziehung treten, die Verbundenheit spüren am eigenen Leib, im Wald, im Garten, am Meer, die Schönheit und Ruhe spüren, die Freude, wie wir dabei selbst lebendig werden. Wenn wir das Leben als ein wunderbares Geschenk sehen, staunen und tiefe Dankbarkeit spüren. Der Liebende wird das geliebte Wesen schützen und bewahren wollen, hegen und pflegen, alle seine Kräfte aufwenden, um es zu retten. Wenn wir lieben, ist uns das ein inneres Bedürfnis und macht uns glücklich. Wer zum Beispiel ein Kind liebt, scheut keine Mühen, damit es ihm gut geht und es sich gut entfalten kann. Der empfindet das nicht als Verzicht, sondern durch die Verbundenheit der Liebe ist das Glück des Kindes auch das eigene Glück. Man kann das Leben des Kindes mit keinem Geld der Welt aufwiegen, denn es ist uns heilig. Wenn wir das Lebendige, die Natur um uns und in uns wieder heiligen, können wir die Wunden der Trennung heilen, wieder zum Teil des Ganzen werden. Es geht bei der planetaren Krise nicht nur darum, die Zerstörung der Natur auf ein erträgliches Maß zu reduzieren, weniger zu schaden, weniger negativ zu wirken als Menschheit, sondern es geht darum, positiv zu wirken, zu schützen, zu heilen, aus Liebe zum Leben. Und damit sind wir vom Hirn und Herz zur Hand und zum Handeln gelangt. Zur Heilung, zur Regeneration von Menschen, anderen Lebewesen und ihren Beziehungen. Wenn wir das alte Weltbild abschütteln, sehen wir klar, wir sind keine machtlosen, getrennten Wesen. Wir sind zusammen sehr machtvoll. Diese Gestaltungsmacht beim gemeinsamen Handeln haben viele von uns ja in den letzten Jahren mit Klug erfahren. Das kann sehr inspirierend sein und enorme Kräfte freisetzen, aber es ist weder schmerzfrei noch konfliktfrei. Wir brauchen viel Geduld, Mitgefühl und Kreativität beim gemeinsamen Ringen um Lösungen. Die Pfade sind oft unklar und holprig, die Lage chaotisch, aber mit den Augen auf unserem Leitstern können wir zusammen gangbare Wege finden. Die Welt der Ganzheit und Schönheit ist nicht weit weg irgendwo, sondern ganz nah, in und um uns. Sie ist nur unsichtbar aus der Perspektive des gegenwärtigen Welt- und Menschenbilds. Aus der neuen Perspektive wird sie sichtbar und greifbar. Wir brauchen also ein Umdenken, Mitgefühl und ganz praktisch auch eine grundlegende Umgestaltung der Gesellschaft, einen Kulturwandel. Wie gehen wir mit den Kindern um und ihren Bedürfnissen, wie mit den Alten? Mit der Arbeitswelt, mit ihrem Effizienz- und Konkurrenzdruck und ihren Hierarchien, gerade auch im Gesundheitssystem? Was braucht es für mehr Mitgestaltung, für mehr Gemeinwohl? Welche Art von Wirtschaftssystem wollen wir? Wie schaffen wir es, dass wir wieder mehr Zeit füreinander haben, Zeit in der Natur, für Muße und Kreativität, für Beziehungen, aus denen sich letztlich unser Leben nährt?
Wie kommen wir zu weniger Stress und Druck, zu mehr Verbundenheit und Heilung von Mensch, Natur und Erde? Ich wünsche mir, dass die Gesundheitsberufe sich nicht nur um die Folgen der planetaren Krise kümmern, sondern auch um die Wurzeln, gemeinsam mit anderen Berufsgruppen. Dass wir gemeinsam zu Planetary Healing beitragen, zu Erneuerung und Heilung, nicht nur auf individueller, sondern auch auf gesellschaftlicher und planetarer Ebene. Vielen Dank. So happy you could die. I told myself that you were right for me, but felt so lonely in your company. But that was love I had to make, I still remember.
Ja, einen ganz herzlichen Applaus und auch nochmal, genau, kommt gerne nochmal vor und Dank an erster Stelle einmal, ja. Ja, vielen, vielen Dank an Johannes Hertel, der jetzt schon gerade wieder entschwunden ist, die Tänzerin, die ihr gerade gesehen habt, und natürlich auch an dich, Ariane, für diese kreativen, künstlerischen Impulse zwischendurch, die diesen Abend, glaube ich, sehr zu dem gemacht haben, was er ist und war. Und er ist noch nicht vorbei, aber wir sind mit diesem Programmteil jetzt fast am Ende. Ich möchte danken, nicht nur den Tänzerinnen, sondern auch, dass wir an diesem Ort sein dürfen, im Naturkundemuseum. Da ganz herzlichen Dank an das ganze Team des Museums, alle, die auch heute Abend an einem Sonntagabend hier sind. Ja, insbesondere auch nochmal an Johannes Vogel, der nicht hier sein konnte. Gute Besserung aus der Ferne, und Lisa Gluckert, die auch dazu beigetragen hat, dass wir hier sein können. An die Teams der Technik, die das möglich gemacht haben, dass wir nicht nur hier sind, sondern auch online gestreamt werden. Ganz herzlichen Dank. Und auch an das Team des Caterings, die wir jetzt noch gar nicht gesehen haben, die uns aber gleich mit Essen und Trinken versorgen werden. Da sozusagen ein vorauseilender Dank. Ein herzlicher Dank an alle aus den Klug-Teams, die das möglich gemacht haben, heute hier, wie so oft in sehr spontaner Art und Weise, insbesondere Melanie, Martin, Felix, Hanna, Sonja, die den Online-Stream betreut, Dominik, Julia, Peter, herzlichen Dank für diesen besonderen Einsatz jetzt für den heutigen Abend. Und an letzter Stelle herzlichen Dank an Sie alle und auch die Partnerorganisationen, unser Netzwerk, was jetzt hier teilweise, stehen Sie ja stellvertretend für ganz viele Menschen, die jetzt gar nicht hier vor Ort sind. Ja, einen ganz herzlichen Dank an all unsere Kooperationspartner, Förderinnen, Partner und Mitgliedsorganisationen, die alle dazu beitragen, dass Klug ist, was es ist und sich weiterentwickelt, in welche Richtung auch wir alle gemeinsam entscheiden werden. Ganz herzlichen Dank. Wir verabschieden uns jetzt von allen, die auch im Livestream dazugeschaltet waren. Auch die Online-Teilnehmenden haben die Gelegenheit, jetzt noch virtuell zusammenzubleiben. Klug hat ja auch eine sozusagen große Zeit in der Pandemie seiner Geschichte verbracht. Deswegen sind wir da sehr geübt und nutzt ihr gerne auch diesen Austauschraum, um den Abend jetzt noch mal gemeinsam ausklingen zu lassen und auch noch ein bisschen ins Feiern zu kommen. Und das Gleiche wollen wir natürlich jetzt auch hier vor Ort tun. Sie sind ebenfalls alle eingeladen, oder ihr seid alle eingeladen, den Abend jetzt gemeinsam ausklingen zu lassen. Es wird jetzt gleich hier vorne in dem Bereich links eben etwas für das nicht nur geistige Wohl, was wir jetzt bekommen, sondern auch körperliche Wohl geben, Essen und Trinken. Ja, eine herzliche Einladung, noch hier zu bleiben, zu verweilen, in den Austausch zu kommen, vielleicht einige der vielen Impulse, die wir vom Beginn des Universums bis zur Vision von Planetary Health und auf all den Zwischenschritten dazwischen mitgenommen haben, aber vielleicht auch einfach das Netzwerk und diesen Meilenstein, den wir jetzt alle gemeinsam erreicht haben, zu feiern. Also eine herzliche Einladung und nochmal ein herzliches Dank auch an Sie und euch alle für euer Kommen. Einen schönen Abend wünsche ich uns jetzt noch allen.